Freitag, 12. April, 7.20 Uhr, Röderberg, Saloy. Was eine Romantik. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren heute mit dem Team auf die FIBO nach Köln. Und das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, euch ein bisschen mitzunehmen. Moin. Morgen! Wer hat heute seine YouTube-Premiere? Eins. Hi. Elias und Janine. Beide vergeben, beide verheiratet. Alle nochmal Pipi machen und dann geht's los. Pause. Jetzt lernt die Crew auch mal den Erdbeermund kennen. Das stimmt mit euch nicht. Ah, schade, die Pendulum ist besser geworden. Die löst man jetzt hier. Man kann die Platte verstellen und man kann tiefer rein. Also der ist nicht mehr ganz so limitierend. Also die, die bei uns nicht so optimal sind, die sind jetzt alle ausgemerzt. So eine schräge Druckvariante ist auch besser geworden. Da haben wir uns ja noch gegen entschieden. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got. Ja, Madeleine, wir haben Zeit. Madeleine will die Sonnencreme. So holt mal den Aufpreis. Do it all myself. Ich hab grad 20 Euro für ein Bild mit Ronnie Coleman bezahlt. Ja, zeig mal das Bild mit Markus. Alter. Für Heidi. That's it. Was sind eure Highlights? Ronnie Coleman. Die fliegende Proteinregel. Schon geil. David, Highlight des Tages? Die Leiko-Seilzüge fand ich am schönsten. Das stimmt. Geilsten. Und Kaiser-Ausdauergerät. Das stimmt auch, ja. Die Leiko-Seilzüge halt ultra smooth irgendwie. Mit Edelstahl-Umlenkrollen, die aus irgendeinem Grund selbst bei Gym 80 aus Plastik sind. Ja, und Kaiser-Ausdauer, die Bikes. Und diese Art Airbike, was ja quasi so heute ist. Gym 80. Ja. Stimmt. Gym 80 Schrägbein und neue Gym 80 Pendulum. Das ist leider ein bisschen traurig, dass wir die alte in Anführungszeichen haben. So, Friends, jetzt geht's ab zum Auto und dann geht's zum Hotel. Ja, David, wo sind wir hier gelandet? Ich weiß. Ja, läuft. Sieht doch aus wie bei dir daheim. Mit goldenen Decken. Honeymoon. Jetzt gehen wir eine Runde ins Spa, ganz gemütlich, bisschen entspannt. Dann in einer Stunde treffen wir uns wieder unten und dann geht's ab zum Pizzaessen. So, Spa war geil. Vielleicht können wir euch ein paar Bilder reinklippen. 7:15, auf wen müssen wir wieder warten? Na, endlich! Ja, was ist das auf deinen Lippen? Da ist was. In Rot. Alter, krass. So, yalla. Und erstes Fazit zum Hotel. Wahnsinn. Crazy. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich. Ich fühle mich wie ein armer Mann jetzt. Perfekt Sponsor. Sieht unscheinbar aus. Aber hier gibt es angeblich die beste neapolitanische Pizza Bons. So muss Pizza aussehen, Freunde. Sehr gut. David, was zur Hölle ist das? Fazit? Sehr, sehr lecker. Ja, das stimmt. So, David wollte noch ein Review machen. Na, leckerer Schmackofratz. Laut Dominik fehlt der Stehfaktor an der Pizza. Das stimmt. Aber... Ja, jetzt muss ich doch erklären. Also man muss bei einer guten Pizza, muss man sie am Rand greifen können und ohne zweite Hand essen, ne? Sodass sie quasi so ein bisschen durchhängt, ne? Aber nicht zu sehr. Und ja, sie war zu schlapp. So, jetzt zurück ins Hotel. Ihr könnt schon auf dem Klo Basketball spielen. Krass. So, ich mach dich jetzt fertig im Kicker. Go, David! Tim! Ja! So, Freunde, bevor das hier völlig eskaliert, machen wir jetzt hier Feierabend. Und schon ist der nächste Morgen. Gestern Abend war noch ganz entspannt. Am Kicker konnte mich natürlich keiner schlagen. Verrückterweise. David, ich habe mehr erwartet. Einfach frustrierend. Dann gab es noch ein paar Drinks an der Bar. Jetzt heute Morgen ein bisschen ausgeschlafen für meine Verhältnisse.
Dann waren wir frühstücken, jetzt noch ganz kurz in der Sauna. Und jetzt ist Abfahrt. Machen die Augenringe. Was die Augenringe machen, ich ja. kann es dir sagen, das werden sie gleich schon. Ja, die vorbeugend schon dabei gehabt. Ja, sehr schön. Gut, das ein Teamwochenende, wie wir es tatsächlich jetzt die letzten Jahre fast immer gemacht haben. Ja, was ja auch in dem Video zu den ja, zu der Mitarbeitersuche, was wir vor ein paar Wochen gemacht haben, ja so ein bisschen Thema war, dass es für mich, für uns einfach wichtig ist, dass man gemeinsam Dinge tut, dass man da Bock drauf hat, dass es einfach ein bisschen mehr ist als jetzt nur Arbeitskollegen. Und so kann das beispielsweise aussehen. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch generell diese Art Videos gefällt, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video.